Hallöchen, Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Starbound. Ja, am Start sieht man auch schon die wunderschöne und nette Frau Eulinchen. Hallo. Und dieser alte, grimmige Herr Blackmoon. Hallo, ich habe meinen Krückstock vergessen. Ja, bei den letzten Aufnahmen, muss ich sagen, ist mir ein Block dazwischen gekommen. Nein. Ich habe vergessen und ich habe falsch gedrückt und habe 1 Stunde 15 Minuten vergeigt. Nein! Nein! Ich stürze in Freitod. Hopp. Ja. Das sollte sowas nicht passieren, aber ja, sowas kann passieren. Mhm. Ist die Musik wieder so laut? Das geht aber. Gut. Heute gehen wir mal weiter. Genau. Heute machen wir mal weiter. Wie sieht das mit Essen aus? Ist das alles schlecht? Nö. Cool, ist so gespeichert sogar. Nice. Ich habe oben in den ersten Butt-Sheet Pfeile und sonstiges mal reingetan hier. No. Und Manipulator-Fragment und irgendwie sowas noch. Damit ich wieder genügend Lagerplatz habe zum Sachen sammeln. Ja, den anderen Schrott kann ich da eigentlich auch erstmal reintun. Das Fleisch sollte ich noch mal kochen. Backkartoffeln. Die Sachen sollen ja unten einsortiert werden, aber das Ding. Mhm. Oh, ich habe hier noch eine Öllampe. Cool. Das klappt. Man kann die oben hin machen. Okay, krass. Hast du es gesehen? Nee, gerade nicht so. Was nehme ich mit? Bin gleich wieder da. Mhm. Also Reis nicht kochen, okay. Zwei Stunden. Das geht heraus, das geht rüber. Ich brauche ein bisschen was zum Essen. Das mal dorthin, diese Schote da, das dort rein. Verfaultes Essen. Also ich habe ein bisschen was zum Essen reingepackt. Muss man drauf achten, weil es könnte auch schlecht werden, ne? Gießen. So. Gut, ich habe gegossen. Toll, ich kann reden, wie ich will. Ich hatte das Mikro schon wieder aus. Felle und sonstiges und Glas und diese kleinen Sachen. Und Kohle und Kupfererz habe ich alles erstmal unten in den ersten Schrank reingepackt. Mhm. Weil ich ja nicht weiß. Ach so.
Eisenerz und Kupfererz und das kann ich ja schon eigentlich einmal umwandeln, oder? Im Schmelzofen? Kannst du machen, ja. Und das Leder packe ich da unten rein. Wenn du das Glas und das Zeug suchst, Pflanzenfaser haben wir jetzt auch noch ein bisschen was. Kannst ja mal gucken. Ich pack da aber im ersten, pack ich auch die Seile mit rein, ne? Mhm. Ah, wir haben Sand, du. Kannst auch dann links machen später. Wieder Glas. Mhm. Oh, man kann auch Papier machen. Mhm. Drei Holzkisten. Was hab ich denn mit Papier gemacht? Aus Baumstamm. Oh, nice. Hier, na toll. Bräuchte Fackel. Ist ein Holz? Ja, ne? Ach nee. Kupferbarren und sonstiges müssen woanders rein. Wir müssen das mal ein bisschen sortieren hier. Ah, hier ist Kupferbarren und sowas. Ist gerade so. Ich gehe mal nach essen. Ich gehe mal essen. Ja, ja. Weizensamen. So. Brauchen wir Erde? Erde kannst du mit reinpacken zum Bauen oder sowas notfalls. So. Ich hole mal so ein bisschen von dem Zeug, ne? Mhm. Ah, Haustier. Miau. Ich muss auch kurz was packen. Und zwar... Kommt hier das drauf? Schaden 10. Alter Schwede, sind hier viele Bäume gewachsen. Hm. Achso, wir bräuchten noch mal einen Schrank oben im Schlafzimmer vielleicht, wo wir so Metallsachen, also Gerätschaften hinpacken. Mhm. Ich glaube, ich packe die jetzt erstmal so hin. Material. Ach ne, das haben wir da drüben drin. Weil das brauche ich ja nicht.
aber ich packe hier die Sachen rein. Signalfackeln packe ich damit rein. Verband. Schneeball. Ja, packe ich mal rein. Hier nehme ich Schleim, kommt rein. Knochen. Oh, Baumwollfaser. Ja, noch. Habe ich mich hier unten in den Karton reingepackt. Ach, Karton. So. Die Kernfragmente packe ich auch mal hinten in die Kiste rein. Mhm. Das siehst du dann, wenn du mal runterkommst, dann. Ich habe da noch was hingelegt. Nein, ich brauche Baumstamm. Nein. Fackeln. Da fackeln wir nicht lang. So. Gut, ich habe Fackeln gemacht und ich werde mal auf die Suche gehen. Bist du hier gerade in die Höhle gegangen wieder, oder? Ich bin rechts rumgegangen. In die Höhle rein? Ja, so ein bisschen. Oh, ich habe Hasi getötet. Ups. Oh, pass rein, ruhig. Was ist das denn? Huch. So, das holen wir uns mal kurz. Noch Pflanzenfasern, die nehme ich aber auch mal mit. So. Ach komm her, ach komm her. Mm-hmm.
Ah, Schnecke kommt. So. So, Holz, Kohle. Cool. Oh, ich bin begraben. Wie, du bist begraben? Ja, das war loser Schlamm. Der kam mir entgegen. Krass. Man sollte nicht am losen Schlamm krabbeln. Das ist ungesund. Oh, Eisen, cool. Eine Kiste. Freiverbände, ja, nimm mit. Ich bin gerade ein bisschen auf Kohle, warm und sowas. Achso, ich dachte, du bist auf Kohle. Kommt. Chuck. So. So, was haben wir denn hier jetzt? Oh, ich habe eine Tür. Ich habe eine Tür gefunden ins Unbekannte. Na, wenn das mal nichts ist hier. Ich könnte die Tür abbauen und mit hochnehmen, Spazier. Aha. Das ist ein Portal. No. Ich glaube, ich bringe sie mit und okay. Zu machen. Weil nur aufpassen, was das ist, ne? Nein. Ich habe sie abgebaut und es ist nicht da. Okay. Scheiße. Okay, man darf so eine Tür nicht abbauen. Kacke. Bau niemals eine Tür ab.
Ah, Mist. Ich ersaufe. Ach verdammt. Was hat man im Portal gehabt? Was ärgert mich gerade ein bisschen? 25 Pixel. Cool. Für einen Mob alleine killen. Nice. Nochmal 25. Was? Tja, da wissen wir jetzt, wenn ein Portal gibt, nicht angreifen. Fleisch. Und was hast du dazu gemacht? Ich? Mhm. Bin noch am Farmen. Cool. Also ich hoffe, dass es noch mal so ein Portal gibt. Dann müssen wir halt abwarten, ne? Ja. Ich wüsste natürlich nicht, wo wir dann hinkämen, weil das war, sah so ein bisschen komisch aus, so weltraummäßig, wo die Tür aufging. Also man sollte nicht alles zerstören, was man so sieht. Hier geht's ja tief.
Da ist auch wieder zornig, cool. Kupfer. So, dann bauen wir das ab. Ich höre hier so komische Geräusche. Kommen Sie. Na du, na komm, na komm. So. Finster hier. Eine leere Höhle, voller nichts.